Was ist eigentlich Biotechnologie? Ist das irgend so eine wahnsinnig fancy technologische Methode? Oder steckt Biotechnologie überall im Alltag drin? Na, tatsächlich haben wir ganz, ganz früh gelernt, Biotechnologie einzusetzen in der Menschheitsgeschichte. Wir haben gelernt zu fermentieren, wir haben gelernt, Lebensmittel damit herzustellen. Ihr esst die den ganzen Tag lang, biotechnologische Produkte, Käse, Joghurt, Brot. Ihr könnt sogar selber Biotechnologen zu Hause sein und experimentieren. Und da kann man sich fragen, muss Biotechnologie eine große Industrieanlage sein? Oder können es nicht auch vielleicht ganz viele kleine Einheiten sein, die produzieren? Vielleicht sogar ihr selbst. Und ihr könnt sogar dabei Energie sparen. Denn wenn ihr Enzyme, Mikroorganismen, Pilze einsetzt, um etwas Neues zu entwickeln, dann braucht man dafür auch in aller Regel sehr wenig Energie. Viel weniger als bei vielen anderen chemischen Prozessen. Viel Spaß macht Biotechnologie!